Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elben zu einem neuen Part. Zu einem neuen Draft News für den Monat April. Ich darf euch hier im ersten Rennen verkünden. Ja. Eine sehr großartige Neuigkeit für meinen Kanal. Ja, neulich hat der liebe CEO, genauer gesagt CEO Gaming, der CEO Gaming Kanal, meinen Zwergenfürst Kanal entdeckt und ja, wie soll ich sagen, er hat sich sehr darüber, er war sehr begeistert, was ich auf meinem Kanal so tue und hat mir direkt mal vorgeschlagen, ein Let's Play Together Projekt mit mir zu starten. Ja, demnächst wird es also ein kleines, ja, Let's Play Projekt geben. Es wird sich um ein, zwei Parts handeln. Noch ist nicht klar, was wir machen werden. Es wird wohl im Rahmen eines Streams sein und ja, jetzt am 1. April 2018 darf ich es offiziell verkünden. Ja, der CEO wird das wohl wahrscheinlich auch demnächst auf seiner Seite dann verkünden. Ja, ich freue mich sehr drauf. Also, das war halt die Begrenzung. Ich durfte das erst am 1. April dann verkünden. Vorher sollte es geheim bleiben, damit es halt nicht die Menge erfährt. Versteht ihr, was ich meine? Ja, kommen wir weiter. Ja, wo wir bei Mario-Projekt sind, ja, es soll ein Mario-Projekt werden, was noch, ja, ist noch nicht klar, was es wird, aber, ja. Wir beide freuen uns auf Mario-Projekt, also, ja, wahrscheinlich Mario 64, da sind wir beim Thema Mario 64. Das soll nämlich jetzt natürlich nach dem Stream mit CEO dann auf meinem Kanal beendet werden. Ja, ich finde, jetzt habe ich ganze 4 Parts von dem Projekt hochgeladen und ja, ich habe das angefangen und fand das nicht so großartig. Ich fand das nicht so spitze. Ich halte das nicht für ein Let's Play-Projekt, was man fortführen müsste. Und ja, ich werde es jetzt bei 4 bzw. 5 oder 6 Parts belassen. Je nachdem, was noch jetzt bei CEO damit rumkommt. Also, ja, Let's Play Together Parts kommen jetzt noch mit dazu. Das heißt, es wird dann bei 6 bis 7 Parts wahrscheinlich bleiben. Und ja, dann beende ich dieses Projekt mit einem Höhepunkt. Dann Mario 64 ist dann halt mit 6, 7, 4, 5 Parts, ja, meinetwegen, angetestet wurden. Gilt es dann als Letztest und wird dann auf meinem Kanal als Letztest abgehakt und ja, ad acta gelegt. Hui! Nicht das gegen die Wand hier fahren. Ja, was gibt's denn noch Neues? Lass uns es herausfinden. Es steht hier auf meiner Liste. Oh, da auch eine schlechte Nachricht. Für Leute, die Sommertour 2016 und 2017 gemocht haben. Ja, ich habe ja in den letzten Dwarf News Videos in den letzten Monaten verkündet. Ich hatte schon Pläne, wie es mit der Sommertour aussehen würde, wie es dort weitergeht und wie ich es geplant habe. Unter anderem wollte ich auch meine Fahrt nach Rom, die ich sowieso geplant habe im Sommer, mit filmen und da vielleicht ein, zwei Videos draus kriegen und das so als Sommertour irgendwie ein bisschen machen. Auch das muss leider jetzt ausfallen. Da hat sich aus zeitlichen Gründen was verschoben und ja, leider muss ich euch sagen, habe ich zeitlich keine Zeit dazu, da etwas zu filmen und ja, der April ist halt schon so ein Monat, da wird es halt stressig und da habe ich halt auch nicht die Energie und die Kraft dazu und die Zeit auch vor allem, da irgendwelche Sommertour-Videos zu drehen. Also wird es demnach keine Videos aus Rom geben, aus Italien. Es wird auch keine anderen Videos zur Sommertour geben. Tut mir leid für alle Fans, aber das muss wohl dieses Jahr ausfallen. Ja, nächstes Rennen.
Da geht's zur nächsten Route, zur zweiten Route dieser Map. Ja, dieser Vierer-Map. Aufi! Ihr wisst ja sicherlich noch, wie ich in Pokémon Weiße Edition Let's Play bei den ersten beiden Kämpfen der Top 4 völlig versagt habe und mit meinem wahnsinnig unterlevelten Team da komplett blutig versagt habe. Das war ein blutiger Anfang. Ich bin komplett durchgerasselt und ja, damals habe ich beschlossen, den nächsten Part nichts zu machen, weil ich halt nicht weiterkam und die Top 4 halt mich sowas von fertig gemacht hat. Also es wäre kein nächster Part entstanden. Ich hing eh nur an dem einen Kampf fest und somit habe ich dann meinen Spielstand gelöscht und habe dann beschlossen, ja, der nächste Part kommt so schnell nicht. Jetzt bin ich aber heute gerade nicht auf die Idee gekommen, machen wir doch was Kluges draus. Ich habe jetzt zu Weihnachten das DS-Spiel Pokémon Schwarz 2 geschenkt bekommen und da werde ich doch glatt mal das folgendermaßen machen. Die Top 4 von Pokémon Schwarz 2, die soll ja besser sein, die soll ja ein bisschen leichter sein und da habe ich mir gedacht, ja, ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ich werde das mal offscreen durchspielen, dachte ich mir. Und werde dann euch die Top 4 von Pokémon Schwarz 2 zeigen und präsentieren als Top 4 von Pokémon Weiß. Ist das nicht brillant? Das werde ich einfach so machen, das werde ich so durchziehen. Ich werde einfach die Top 4 von Pokémon Weiß durch die Hui. Durch die Hui, ja, da bin ich runtergefallen. Oh, und da bin ich stehen geblieben. Was für eine Schande hier. Da will ich die Top 4 in Pokémon Weiß durch die Top 4 in Pokémon Schwarz 2 sozusagen ersetzen und da den Rest von Pokémon Schwarz 2, also alles was vor der Top 4 passierte, das werdet ihr dann in einem späteren Let's Play, ich weiß noch nicht, wann ich Pokémon Schwarz 2 bringen will, das werdet ihr dann später bekommen und am Ende von Pokémon Schwarz 2 in dem Let's Play wird es dann, ich denke, dann bin ich reif genug für die Top 4 in Pokémon Weiß und werde dann die Top 4 von Pokémon Weiß hinten an das Let's Play von Pokémon Schwarz 2 anhängen. Klingt komisch und klingt sehr, sehr verzwickt und sehr, ja, sehr durcheinander, aber das halte ich momentan für die beste Lösung. Dann müssen wir uns erstmal nicht mit der Pokémon Top 4 in Weiß ausgeben, sondern können erstmal in aller Ruhe Pokémon Schwarz 2 spielen. Dann kann ich offscreen ein bisschen Spaß haben und kann euch dann die Top 4 dann einfach zeigen und präsentieren. Das ist, glaube ich, für alle Beteiligten das Beste. Das machen wir so. So können wir sehr gut in den April starten. So kriegen wir es hin. Ja! Gute Neuigkeiten! Nachdem der Viva la Weldorf Film auf meinem Kanal so gut angekommen ist, über 1200 Klicks hat der jetzt schon bekommen, haben ganz, ganz viele Leute gesehen, ist gut angekommen. Ich hoffe ja nach wie vor auf den Webvideopreis 2018. Ja, also Chancen hat man ja darauf bestimmt, wenn man es eingereicht hat und auch als kleiner YouTuber kann man da seine Chancen haben. Nun darf ich euch verkünden, die Dreharbeiten zu Viva la Weldorf 2.0 haben begonnen. Ja, na, was heißt haben begonnen? Die werden demnächst beginnen. Sie werden jetzt noch im April starten und dann im Mai und im Juni und Juli und so weiter fortgesetzt. Sobald ich Zeit habe, ich werde dann immer so ein bisschen die Lücken auskosten, wo ich Zeit habe, werde ich das dann halt so ein bisschen drehen. Wird ein kleines Nebenprojekt von mir. Viva la Weldorf 1 hat ein Jahr lang gedauert, das Planen und das Casten und das Drehen und so weiter. Das, ja, und jetzt läuft das an, also so, ich schätze mal, April 2019 wird das dann fertig sein und dann hoffentlich pünktlich zum 1. April dann rauskommen. Viva la Weldorf 2.0. Ich freue mich drauf. Die Hauptdarstellerin in Viva la Weldorf Nummer 1 hat schon zugesagt, dass sie gerne
auch in Viva Wild auf 2.0 mitspielen will. Ja, es soll die... Es soll den Alltag der Gymnasiastin behandeln, die halt in der ersten Szene und in der letzten Szene dann halt in dieser Rückblickszene im Kaffee dann halt von ihrem Alltag ganz kurz in der Gymnasium mal kurz angeschnitten hat, erzählt hat. Es soll um das Leben der Gymnasiastin im Gymnasium gehen. Also sozusagen ein Film über ein Gymnasium, um das Gymnasium der Schülerin und die Gymnasiastin, die dann halt dort in der Szene saß. Ja. Es war zwar eine Schauspielerin, auch aus der Waldorfschule, sie ist zwar auch eine Waldorfschülerin, aber ich habe es hinbekommen, ein Gymnasium zu bekommen, das für Filmarbeiten bereitsteht. Und ja, da werde ich mal ganz autorenmäßig da was erfinden und da mal. Na, was erfinden muss man ja nicht, also es ist ja relativ klar, man kann ja Lehrer befragen und so weiter. Es wird auch wieder Interviews geben mit waschechten Gymnasiallehrern und da wird ein Vivala-Gymnasium, wenn ihr es so wollt, daraus werden und ja, lasst euch überraschen, da wird was draus. Ich freue mich, ich hoffe, ihr freut euch auch, Trailer werden wieder kommen und ja, ich denke... So Anfang nächsten Jahres dürft ihr euch dann auf erste Ankündigung freuen. Ich bin gespannt auf die Dreharbeiten. Ja, ich hoffe, es wird was Gutes draus. Mindestens so gut wie Nummer 1. Wienerwald auf Nummer 1. Wienerwald auf 2 kann ja nur jetzt doppelt so gut werden. Ja, ist ja auch die 2 davor. Ja. Und jetzt noch eine Neuigkeit, die auch ganz gut ist. Ja, müsst ihr beurteilen, ob das gut ist oder schlecht. Ich habe die Möglichkeit bekommen, nach Neuseeland zu reisen. Ja, ich habe mir die Zeit genommen, habe mir Freizeit genommen und werde jetzt im Sommer nach Rom natürlich. Jetzt kommt erstmal Rom und danach werde ich dann direkt, nein, nicht direkt, aber da werde ich mir noch eine kleine Pause gönnen und dann werde ich dann direkt weiter nach Neuseeland fliegen. Ich nehme ein Flugzeug und verbringe 2 Monate lang in Neuseeland, der Stadt von Mittelerde, dem Land von Mittelerde, da wo die Herr der Ringe Filme gedreht wurden. Und ja, ich werde die Möglichkeit bekommen, ein Set Locating zu machen. Da werde ich Videos auch von Neuseeland drehen. Ich 2 Monate dort leben und auch Videos dort produzieren. Let's Plays werden weitergehen und ja. Und da werde ich natürlich auch zwischendurch mal die Möglichkeit bekommen, die Drehorte vom Erebor, die Drehorte vom Auenland und den ganzen Sehenswürdigkeiten, den ganzen wunderschönen Orten, wo die Filme zu Der Hobbit und Herr der Ringe entstanden sind, zu besichtigen. Und da werde ich euch live, nein, nicht live, vielleicht auch ab und zu mal live mit meinem Handy, mit dem Smartphone, wenn ich halt irgendwie mobile Daten irgendwie habe. Ja, aber ich werde es da euch mit der Kamera mitnehmen und euch zeigen, die wunderschönen Flächen von Neuseeland. Und ja, ich hoffe, das wird ein ganz gutes Projekt. Wird dann, ja, Sommer 2018 wird nice. Da kommen dann gute Sachen. Ja, ich freue mich drauf auf die Zeit. Schöne Ankündigung hier. Da kommt, das ist wirklich eine tolle Sache hier im April. Also, ja. Im März hatte ich deutlich weniger anzusagen. Schöne Sachen hier. Lohnt sich doch mal, die Dwarf News zu gucken. Oh, jetzt kommt noch die letzte Strecke hier. Habe ich denn jetzt noch eine News, die ich jetzt irgendwie noch ansagen könnte? Naja, was ich noch sagen könnte, ist jetzt keine so große News. Wie ist das Neuseeland-Projekt oder wie bei Wild auf 2? Ja, aber ich habe ja jetzt im letzten Monat 1, 2 Jahre, ich glaube, es waren zwei, nicht nur glaube ich, das war auch so, es waren 2 Videos zum Aufbauen eines DVD-Regals.
Und da habe ich einen DVD-Regal aufgebaut und das mit der Kamera gefilmt und euch präsentiert. Ja, und ich muss sagen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerade auch das Einkaufen. Ja, im Baumarkt war ich da und habe die Sachen besorgt, die ich brauche, um das Regal zu bauen. Und ja, kurz und knapp, ich habe es vor, wieder zu machen. Aber in anderer Art. Also Einkaufvideos sind jetzt nicht wirklich geplant, aber ich habe vor, so was in der Art wie ein Haul, ich weiß nicht mal, wie man es ausspricht. Ich möchte Hauls auf meinem Kanal machen. Und dann werde ich einfach einkaufen gehen und euch zeigen, was ich da so eingekauft habe und ein bisschen was zu sagen, ein bisschen dazu reden. Ja, das beginnt quasi ab jetzt, ab heute, ab dem 1. April. Heute Abend kommt das erste Video, der erste Haul online. Ich freue mich drauf. Ich habe schon einen vorbereitet. War ganz gut, ist ganz gut geworden. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ihr zieht ihn euch rein. Und das wird öfters jetzt passieren. So, ich habe auch über Pranks und Ähnliches nachgedacht. So sind ganz viele. Ich vorhabe in nächster Zeit so mal öfters zu machen. Ja, kann man mal ausprobieren. Ich will mich immer wieder neu ausprobieren und ja, dazu dienen auch unter Umständen neue Formate, die ich nicht ausprobiert habe. Ja, ich bin offen gegenüber allem. Ja, wieso nicht? Das Motto, wieso nicht? Frag nicht wieso, sondern frag wieso nicht. Ja, das ist die News zum April. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt auf die Sachen, die demnächst kommen. Ja. Und dann haben wir auch alle vier Routen durchgemacht. Und ich bin auf Platz 3 in der Gesamtwertung. Immerhin etwas. Ja, hätte besser laufen können, wenn ich nicht so viel gequatscht hätte. Wäre ich besser gewesen, aber ja, immerhin. Ergebnis ansehen. Dritter geworden. Nice, ein gutes Ende für dieses Dwarf News. Ja, das war ein gutes Dwarf News. Und für alle Leute, die es jetzt bis zum Ende, bis hierhin noch nicht geschnallt haben, ich habe euch ordentlich an der Nase entlang geführt. Ich habe euch einen Bären aufgebunden. Ich habe euch auf den Arm genommen. April, ich habe euch ordentlich in den... Ja, heute ist der 1. April. Ja. Keine Angst, nichts, was ich in diesen Dwarf News erwähnt habe, ist ernst gemeint. Ein kleiner April-Scherz. Er ist, wie ich finde, ganz in Ordnung gelungen. Hat mir Spaß gemacht, das seriös in einem Dwarf News zu erwähnen. Wenn ihr jetzt schon in die Kommentare wütende Worte geschrieben habt. Das wird beendet. Oder ja, ich freue mich darauf, dass du mit Zio ein Projekt machst. Oder ja, ich freue mich darauf, Mittelerdeslandschaften zu sehen. Dann ja, herzlichen Glückwunsch. Da habe ich auch zum Ende nochmal versprochen. Herzlichen Glückwunsch, ihr wurdet von mir ordentlich verarscht. Ja. April, ihr wurdet in April geschickt. Ein Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergfest verpassen wollt. Ja, Zio, meldet dich doch mal bei mir. Vielleicht wird es dann irgendwann mehr als nur ein April-Scherz draus. Wer weiß. Ja, schade eigentlich, oder? War so viel Schönes und so viel Neues. Ja. Muss sagen, leider April. Man sieht sich. Ciao.